Hey Luke, wie heißt denn Ihr kleiner Bruder? Oh, Mr. Luke, das ist doch nur eine Stoffpuppe. Ich sehe, wie sehr Sie unser kleiner Auftritt berührt hat, Mr. Luke. Servus Martin, servus Flo, servus Dani. Wir wünschen euch alles Gute für die bevorstehende U20 WM. Bis 6, da haben wir den Titel schon heimgeholt. Und ja, da entsteht auch noch was zum Sagen, glaube ich. Ja, Burschen, für uns auch, für die ganze Mannschaft alles Gute. Und ich meine, ich will euch keinen Druck auflegen, aber wir haben uns auch Hocken schon gemacht. Jetzt müsst ihr erst nachziehen mit dem Weltmeistertitel. Und ich glaube, das ist einfacher zum Erreichen als wie unser Meistertitel. Viel Glück, Burschen. Da ist das Ding! Grüßt euch Jungs, ich wünsche euch alles Gute für die WM, haut rein, tat sich nicht weh, Eisenreal außer, zeigt vor, wo das kommt, ein bisschen was haben wir da gelernt, der ist voll SF Arena, haut rein. Hallo Martin. Hallo Flo. Hallo Daniel. Wir wünschen euch für die WM in Neuseeland alles Gute, spielt für eure Familien, spielt für eure Freunde, spielt für euch einen Verein, spielt für euch ein Land und am allerwichtigsten ist, seid glücklich und genießt es. Und fürs Ghana-Spiel kann man nicht viel sagen, außer wir sind stärker, weil Ghana hat. Roche Bana. Alles Gute. Wiedersehen. Die kleinsten und die größten Fans vom U20-Nationalteam wünschen euch alles Gute, Burschen. Haut's rein, ihr macht's das. Wir wünschen dem U20-Nationalteam alles Gute für die WM. Ganz besonders dir, Dani. Viel Glück! Hallo Jungs, liebe Grüße ans andere Ende der Welt. Wir wünschen euch für die kommenden Spiele alles Gute. Drücken euch ganz fest die Daumen. Und als eurer ehemaliger Jugendtrainer kriegt ihr eine Anweisung, flach spielen und hoch gewinnen. Haut es rein. Toi, toi, toi. Hallo aus Wismar, am Samstag ist es endlich soweit. Wie ihr seht, wir sind bereit. Wir wünschen euch ein gutes Turnier und dass am Ende seid die Sieger ihr. Alles Liebe und das nötige Glück und kehrt am Ende gesund zurück. Ja! Mr. Luke, das ist doch nur eine Stoffpuppe. Ich sehe, wie sehr Sie unser kleiner Auftritt berührt hat, Mr. Luke.